So, hier ist das dreckige Dutzend. Noch 12 Tage bis zur Bundestagswahl. Hier ist Tagesschau. Guten Abend. Die SPD-Supernanny Andrea Nahles hat ja neulich im Bundestag ein Schlaflied gesungen. Und sagen Sie, macht Frau Merkel seit 20 Jahren. Und deshalb gab es gestern in der ARD einen großen Eimer Hallo Wach für alle. Die Wahlarena, das ist sowas wie Bürgerfragen, Politiker antworten. Gestern Teil 1, Bürgerfragen. Und die kommen ja auf durchgeknallte Ideen. Aber aus welchen Gründen? Das hat die FDP noch nie gefragt. Und weiter. Ich würde von Ihnen gerne wissen, ob Sie für oder gegen ein Adoptionsrecht sind für gleichgeschlechtlich lebende Ehepaare und wenn Sie dagegen sind, warum? Nach geltendem Recht hätte die Kanzlerin den frechen Fragesteller jetzt einfach adoptieren können und dann aber ohne Abendessen ins Bett. Stattdessen gibt es jetzt eine Lektion in Merkel für Dummies. Dieser schwule Mann möchte also von seiner Regiererin wissen, warum er keine Kinder adoptieren darf. Jetzt erwartet er womöglich ein schwerwiegendes Argument. Merkel entscheidet sich für schwerwiegend und gegen Argument. Ich tue mich schwer damit. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, dass ich mich schwer tue. Ein Schritt, bei dem ich nicht die Allereinzigste in Deutschland bin, die sich damit etwas schwer tut. Aber ich bin mir einfach da nicht ganz sicher. Dann lebe ich damit, dass ich mich da noch etwas schwer tue. Die Kanzlerin tut nicht etwa nichts, sondern im Gegenteil, sie tut sich schwer. Das ist die sogenannte zunehmende Bedeutung, bei der ihr viele Deutsche gern zuschauen. Vielleicht passiert ja von alleine woanders was. Und es kann auch sein, dass durch die gesamte gesellschaftliche Entwicklung, durch die Rechtsprechung, sich das dann so entwickelt. Könnte sein, dass da die Rechtsprechung oder noch eine andere, noch viel nebulösere Instanz. Wenn der Gesetzgeber dann die völlige Gleichstellung von Ehen aus Männern und Frauen mit Partnerschaft von Gleichgeschlechtlichen macht, ist das trotzdem gegenüber den Kindern schon noch mal ein Schritt? Rechtsprechung, Gesetzgeber. Ich glaube, es ist höchste Zeit für eine gründliche Untersuchung der inneren Befindlichkeit der Bundesrepublik Deutschland für Schnarchnasen, die in den 70er Jahren in sozialistischen Bildungsexperimenten an Nordrhein-Westfälischen, aber Sie wissen ja und so weiter, das Volk wählt. In freier, Gleimer und geheicher Wahl irgendeinen Bundestag, der wählt eine Bundeskanzlerin, die hat ein lustiges Kabinett und natürlich eine schicke Mehrheit. Und damit bestimmt sie letztlich auch das Gericht. Das ist die Gesetzgebung, das ist die Justiz. Haben Sie gedacht, ist natürlich Mumpitz, denn in den 60er Jahren enthüllte der Schweizer Politikwissenschaftler Erich von Däniken, dass vor Jahrtausenden UFOs bei uns zu Besuch waren, speziell bei Frau Merkel, die, weil das Marsmenschen sind, seitdem ganz viel Mars essen muss. Und dann haben sie ihr noch zwei davon Zeugen alte Tempelanlagen, Instanzen vor die Nase geknallt, sodass sie praktisch nichts mehr zu sagen hat und immer auf der Zuschauertribüne sitzt und sagt, ja, dann wollen wir doch mal gucken. Und wenn sie das morgen ihren Nachbarn erzählen, vergessen sie nicht, sie haben das im ZDF gesehen. Der junge Mann aus der Show gestern, natürlich nicht. Deswegen hat er noch mal gefragt und dann hat Merkel sich selbst übermerkelt. Ich bin unsicher, was das Kindeswohl anbelangt. Es geht um die Frage des Kindeswohls. Um die geht es immer, um die Frage des Kindeswohls. Aber um die geht es uns auch. Ja, na, das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Wohl oder übel? Sind schwul-lesbische Eltern also Kindesübel, Kindesübel, Kindesübel? Oder sollten diesen letzten Schritt dann doch nur die Synapsen in unserem kranken Schädel machen? Wir warten ja auch noch immer auf den Kompromissvorschlag. Jeder Schwule heiratet eine Lesbe und die CSU gibt Ruhe. Lassen Sie es uns bei der Offenheit einfach bestehen und dann lebe ich damit, dass ich mich da noch etwas schwer tue. So geht Merkel. Wähl mich, ich quäl mich. Das ist zwar keine Politik, sondern Seelsorge. Ey, ich habe Verständnis für dein Problem. Ganz schön schwer. Mir fällt da gerade eine Bibelstelle ein. Matthäus 58,7. Kindeswohl. Und wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, singen wir alle ein Lied. Das ist keine Politik, sondern Langlauf im Leerlauf. Vor fast einem Jahr forderte US-Außenministerin, damals noch Clinton, Russland solle endlich Druck ausüben auf Assad. Gestern, ein Jahr später, ist es soweit. Russland übt Druck aus auf Assad. Und heute das Ergebnis? So, bingo. Obama und Putin nehmen dem Tyrannen die geächteten Chemiewaffen aus der Hand. Wie finden wir das denn? Was bedeutet das jetzt für Obama? Ist das eine weitere empfindliche Blamage? Interessante Frage. Ist kein Krieg eine Blamage? Die Gratulationen zu dieser Taktik oder Strategie waren insgesamt auch unterwegs ziemlich übersichtlich.
gewaltige Ohrfeige für Obama. Er macht stümperhaft dahergeredete Syrienpolitik und er stürzt sich in eine vorhersehbare politische Niederlage. Was denn da passiert? Obama, schwer vorbestraft mit einem Friedensnobelpreis, gab plötzlich den Krieger. Brüsk gingen die Briten, wie immer die Deutschen, dann die eigenen Wähler und sogar die Republikaner in Deckung. Obama blieb stur und sagte, dann mache ich's in Syrien vielleicht sogar im Alleingang. Auf dem Gipfel dieser Zuspitzung gestattete er allerdings seinem neuen Außenminister Kerry einen Nebensatz. Natürlich, er könnte seine chemischen Waffen der internationalen Gemeinschaft unterstellen. Alle chemischen Waffen. Bis nächste Woche, ohne Verzögerung. Aber das wird er ohnehin nicht tun. Das ist doch klar. Ich halte die Wumme an die Ohren. Mein Finger zittert. Der Abzug klackert schon. Du machst dir langsam genüsslich in die Hose. Und dann sagen wir, du könntest ja auch aufgeben, aber ich glaube nicht. Die Russen griffen zu, Assad knickte ein und fertig. Obama muss zur Strafe seinen Friedensnobelpreis behalten. In Syrien sinkt die Gefahr von Chemiewaffen und, was keiner für möglich gehalten hatte, Putin ist mit im Boot. Ist das eine weitere empfindliche Blamage? Mal ehrlich geantwortet, nein. Viele US-Präsidenten haben Kriege geführt und verloren. Er führt diesmal keinen und den gewinnt er. Niemand weiß, ob das ursprünglich der Plan war, aber der Plan war gut. Wollt ihr die totale Wahlbeteiligung? Ob tiefstbegabter Vollpfosten, selbst die Zahl der Einäscherungen steigt schon, alle wollen in die Urne. Zur Stunde liegt die Wahlentschlossenheit in Deutschland bei frenetisch fiebernd ekstatischen weit über 100%. Deshalb gibt die junge Union ausgewählten Jungwählern bereits die Kugel. Sollten die wählen nicht mehr mit? In Deutschland grassiert Wahlfieber. Beim Public Voting singen Urni und Bert. Die Leute prügeln sich um die besten Listenplätze. Klappt zwei Wochen vor der Kreuzigung taumelt Deutschland einer Rekordwahlbeteiligung entgegen. Da gibt es nur noch eine Hoffnung, die Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist so ein Fanprojekt vom Innenminister. Und die haben ein neues, relativ gewaltfreies Konzept entwickelt. Das Internet ist für mich Neuland. Und Per Steinbrücks Hätte-Hätte-Fahrradkette. Das klingt so wie Zicke-Zacke-Hühnerkacke. Entschuldigung, gewaltfrei war übertrieben. Doch ohne schlimm Ohrenkaries wird das Land unregierbar. 100% aller NPD-Wähler, aller Fans von Marianne und Michael, wenn die zur Wahl gehen, wollen sie in so einem Land leben? Die Bundeszentrale für politische Bildung mit Friendly Fire. Ich bin Dieter Hallervorden. Wisst ihr, was so richtig rockt? Ein Flashmob mit 61,8 Millionen Typen. Hammer. Ja. Sie können allerhand verschenken. Blumen, Schokolade, bestenfalls Ihr Herz. Aber eins können Sie nicht verschenken. Ihre Stimme. Am 22. September, da gehe ich in so einen Kasten. Also in so eine Kabine, ja. Und da mache ich, obwohl ich kein Analphabet bin, mache ich da zwei Kreuze. Palim. Das kriegen Sie, wenn Sie jetzt nicht mehr. Ja, nach der ersten Ausstrahlung dieses Spots, das sagen Umfragen, die wir uns soeben sehr wissenschaftlich selbst ausgedacht haben, wollen nur noch 70% der Deutschen wählen gehen. Die anderen sind vom Fernseher ins Auto geflohen, aber da droht das Radio. Ja, hallo, hier ist euer Mario Barth. Und am 22. September sind Bundestagswahlen. Genau, kennst du? Ja, durfte, danke. Wahlbeteiligung jetzt noch bei 50%. Stufe 3, jetzt schicken Sie ja wirklich die Kinder raus. Servus, hier sind Marianne. Und Michael. Sag einmal, Michael, du weißt schon noch, was wir beide am 22. September vorhaben, oder? 22. September also. Also unser Hochzeitstag ist es nicht. Nein, jetzt denk halt einmal nach. Na, das ist nicht Michaels starke Seite. Das singende Entwählungskommando nimmt keine Gefangenen. Viele trauen sich jetzt schon nicht mehr aus dem Haus. Für die letzten 10% kommt jetzt der Todesstoß vom Bundestag selbst. Im Ring habe ich das Sagen. Beim Wählen auch. Nicht alle mögen meine Stimme, aber sie zählt. Deine auch. Interessant. Man muss gar nicht prominent sein, um prominent zu sein. Es reicht, wenn man irgendwas mit Wahlen sagt. In einem Fall ist das leider schiefgegangen, denn der jetzt kommt, ist wirklich prominent. Und er sagt auch ziemlich ehrlich, an wen sich das Ganze wendet. Das ist ganz einfach. Man geht in die Wahlkabine, man nimmt seinen Stift und kreuzt an. Aber viele sind ja dafür zu blöd. Es gibt 5 Millionen verschiedene Biersorten in Deutschland. Die sind auch alle ähnlich und trotzdem wird gesoffen. So geht's doch, ne? Hey, auch zu blöd zum Wählen? Bleibt da zu Hause.
wer über den neuen, frisch gekauften Olympiaboss Thomas Bach hier noch einmal Herr der Ringe sagt, kriegt böse was aufs Treppchen. Wir sind Olympiasieger im Hindernissaufen und natürlich auch im Wortspiel mit der Brechstange. Und deshalb kommt hier die Lach- und Bach-Geschichtenshow mit dem lustigen Olympifanten und Thomas Bach. Und schon geht es los. Das ist Thomas Bach. Vier Fehlerpunkte. Das war natürlich Wolf Rüdiger von Beethoven. Also nochmal von vorn. Das ist Thomas Bach, 53 geboren als Sohn von Michael Degen und Säbel Kekili in der deutschen Fechterhochburg oder Tiefburg Fechter, ist auch egal. Weil der kleine Thomas immer so stichelte, musste die junge Bachblüte schon mit 11 Jahren in eine Einrichtung für Schwerterziehbare. Zivildienst leistete er dann in einem Heim für schwerhörige Geistliche. Davon bekam er unter der Nase hässliche Schuppenfechte und musste fortan einen Ganzkörperschutzanzug tragen. Nur 76 bei den Olympischen Spielen in Montchéri durfte er den kurz ablegen, um sich ordentlich öffentlich die Florette vergolden zu lassen. Vor Freude darüber erfand er das Bachstelzen. In den 80ern wurde er einem größeren Publikum bekannt, zunächst als der Restaurantfechter, dann als Klingemeisel in der Serie Unser Doktor Lehrer Fecht oder sogar umgekehrt und schließlich als Sieger bei Wer wird Funktionär? Thomas Bach. Angeblich war er auch eine Zeit beim Fechterbund, beim Nationalen, beim Internationalen, beim ganz egalen Olympischen Komitee, bei der Deutsch-Arabischen Handelsgesellschaft, bei Adidas und Siemens, kommen wir kurbeln vor. Das ficht ihn nicht an. Seine Freunde wie dieser Weltmeister im Kuhweitwurf sagen, Thomas macht wirklich jeden Scheich mit und ist einfach ein geiler Stecher. Eigentlich wollte er nur mal nach dem Fechten sehen, jetzt ist er plötzlich Präsident vom Reindrücken und von Olympia und ist voll mittendurch Peng gewählt worden und alle freuen sich. Wir wünschen ihm ein schönes Hieb- und Stichfest, einen gründlichen Athleteneinlauf und dem neuen Amt viel Glück und viel Degen. Und jetzt fegen wir den ganzen Wortspielmüll aus dem Studio, damit ich mich nicht auf die Fresse lege, denn dazu hätte ich schließlich noch 12 Tage Zeit. Dann ist Bundestagswahl, das war Tagesschau. Guten Abend. Bring mir einen Besen. Boah. WDR, haben Sie heute schon gesäppt? Wir wissen nicht, ob es Ihnen schon aufgefallen ist, doch Tagesschau kommt ab sofort auch freitags, wegen des total großen Erfolges. Im WDR montags, dienstags, donnerstags, freitags um 23.15 Uhr. Bei spiegel.de am jeweils nächsten Morgen so ab 9 Uhr, also dienstags, mittwochs, freitags, Weihnachten, Ostern. Und bei 1 Festival um 22.45 Uhr oder am nächsten Morgen um 20 Uhr. Oder bei Google, weiß man nicht so genau. Oder ich komme bei Ihnen zu Hause vorbei oder ich rufe mal an oder vielleicht winkt jetzt der Aufnahmeleiter mal und sagt, es reicht. Sie können auch noch mal das Plakat abschwenken. Vielleicht. Das Plakat habe ich mir übrigens hier vorne vorgeklebt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist.